beginnt heute im Untersuchungsausschuss mit der Vernehmung von Zeugen aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Haben wir heute unsere erste Zeugin. Das ist für uns natürlich besonders interessant, weil inzwischen bekannt ist, dass es im Umfeld, das ist der Begriff zum Schritten, aber jedenfalls in der Nähe von Bundesamri in der Prosimet-Moschee an den Quelle des Bundesamtes für Verfassungsschutz gegeben hat. Und das ist ja auch etwas, was man eigentlich nur begrüßen kann. Das wäre ja schlimm, wenn es in derartigen Zentren eines gewaltbereiten Islamismus keine Aufklärungsbemühungen gegeben hätte. In dem Zusammenhang müssen wir aber auch feststellen, dass angesichts der aktuellen Debatte, dass gestern dem Leiter des Bundesamtes, Herr Maaßen, nicht gelungen ist, das beschädigte Vertrauen herzustellen. Das ist Pflicht der SPD-Fraktion, deswegen Herr Maaßen nicht mehr der richtige Leiter des Bundesamtes. Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen öffentlichen Preisaufgabe im Gleichstellungsausschuss. Ich denke, das wird eine sehr spannende Zeugenbefragung, weil wir aus dem Bereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz eine Mitarbeiterin heute im Zeugenstand haben im Bereich der Auswertung zu dschihadistischem Terrorismus tätig war. Und wir werden Sie natürlich danach befragen, was derzeit in den Medien, aber auch in der Öffentlichkeit heiß debattiert wird. Welche Rolle spielte eigentlich das Bundesamt im Vorfeld des Anschlages, im Vorfeld des späteren Attentäters? Welche Erkenntnisse hatte das Bundesamt aus dem Einsatz menschlicher Quellen, aber möglicherweise auch anderer nachrichtendienstlichen Mittel zu Tatabsichten des späteren Attentäters, zu seiner Verletzung in der dschihadistischen Szene, zu Tatvorbereitungen zum Beispiel, zu Fragen der Waffen- oder Sprengstoffbeschaffung und ähnliches mehr. Sie wissen, das ist für uns eine politisch brisante Auseinandersetzung, weil wir erneut feststellen müssen, dass alle Auskünfte, die gegenüber dem Parlament im Nachgang des Anschlages, sei es die Beantwortung von kleinen Anfragen oder im Innenausschuss durch das Bundesamt gegeben wurden, unserer Ansicht nach falsch waren. Presseberichte, die in den letzten Monaten erschienen, wie auch unser Aktenstudium zu ersten Lieferungen, die an den Untersuchungsausschuss gelangten, legen deutlich den Befund nahe, dass es einen Einsatz möglicherweise mehrerer menschlicher Quellen im Umfeld des späteren Attentäters gab, dass diese menschlichen Quellen zu Anis Amri befragt wurden und dass es weitere nachrichtendienstliche Maßnahmen gab, die der Beschaffung zu Informationen über Anis Amri dienten. Das wird natürlich heute Thema sein, wird auch Thema der kommenden Sitzung sein, und in dem Zusammenhang möchte ich auf einen Umstand hinweisen, der uns wirklich sehr verärgert. Die Beratungssitzung ging heute außerordentlich lange, und dies ist dem Umstand geschuldet, dass entgegen aller Erfahrungen aus vorangegangenen Untersuchungsausschüssen diesmal die Bundesregierung den Untersuchungsausschuss verweigern will, dass wir hier V-Mann-Führer, also die Person im Bundesamt, die menschliche Quellen führen, laden können. Das ist ein Novum in der Geschichte des Parlaments. Das gab es weder im NSU-Komplex noch in anderen Untersuchungsausschüssen. Und daran entzündet sich natürlich jetzt eine politische wie rechtliche Auseinandersetzung. Wir bleiben dabei. Wir glauben, dass insbesondere der V-Mann-Führer uns als erstes und ausführlichst darüber Auskunft geben kann, was die Beschaffungsaufträge zu Quellen waren, was diese zu Amri gefragt wurden und insbesondere was die Quellen dann auch zum späteren Attentäter berichtet haben. Gegebenenfalls, wenn sich diese Auseinandersetzung mit der Bundesregierung nicht lösen wird, werden wir auch in dieser Frage, was die Erfüllung des Beweisbeschlusses angeht, gegebenenfalls, wie auch in der Auseinandersetzung mit den Unterlagen, die ans PKDR gegangen sind, den Rechtsweg beschreiten müssen. Somit hoffe ich heute auf eine doch erkenntnisreiche Zeugenvernehmung und stehe natürlich für Nachfragen. Zum PKDR, jetzt gibt es eine Klage, Gegenüber dem Bundesgerichtshof in unserer Auseinandersetzung mit der Ausschussmehrheit, was die Frage
der Beiziehung der Unterlagen der Bundesregierung, die an das parlamentarische Kontrollgremium liegen, gewonnen. Die Mehrheit im Ausschuss hat zu eben den Beschluss gefasst, dass sie gegen diesen Entscheid des Bundesgerichtshofs in Beschwerde gehen wird. Wir werden also die letztinstanzliche Entscheidung abwarten müssen, bis dann dieser Beweisbeschluss erfüllt wird. Wir gehen auch davon aus, dass in der Senatsentscheidung, die jetzt ansteht im BGH, die Auffassung der einzelnen Richterin nochmal bestätigt wird. Was die Frage angeht, ist der Name des Ausschusses? Also ich finde, das sind jetzt so Details, wo ich auch ein bisschen die Kollegen aufhalten könnte, vielleicht am Rande klären, aber ganz kurz, es gibt keinen Konsens in der Frage, ob der Untersuchungsausschuss jetzt zwingend die Frau Mannführer laden sollte. Es wurde als Kompromisslinie vorgeschlagen, dass wir gegebenenfalls einen Referatsleiter beschaffen würden. Ich persönlich lehne dies ab. Wir haben das Recht, einen Beamten einer Behörde zu hören. Das ist verfassungsrechtlich verbrieft. Zumal sogar die Bundesregierung jetzt in Frage stellt, ob wir überhaupt einen Referatsleiter hören können. Dazu muss sie noch eine Meinung fassen. Also um die Absurdität mal wirklich zutage zu fördern, muss man sagen, es geht mittlerweile nicht mehr nur um Frau, es geht sogar um Referatsleiter. Das gab es noch nie. Irgendetwas muss bei diesem Einsatz dieser Quelle oder Quellen im Umfeld der Fusilek-Moschee oder im Umfeld von Anis Amri so im Argen liegen, dass die Bundesregierung hier auf diesen Blockadekurs fährt. Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Da kann ich nahtlos anschließen. Willkommen zurück nach der Sommerpause. Die hatte ja vor allen Dingen einen erfreulichen Punkt, neben der Erholung, die wir hoffentlich alle hatten und die Kräfte, die wir gesammelt haben. Die Opposition hat eine Klage gewonnen vom BGA und es zeigt sich, es lohnt zu streiten. FDP, Linke und Grüne haben hier gemeinsam für mehr Transparenz und eine bessere Aufklärung dieses Ausschusses gestritten und diese Klage gewonnen. Das ist eine gute Sache, denn in dem Fall selbst gibt es nach wie vor gravierende Fragen, die nicht beantwortet worden sind. Und Sie wissen, es macht sich fest an dieser V-Mann-Führer-Frage und an der V-Mann-Frage jetzt. Es mehren sich die Indizien, dass die Erzählung des Bundesamtes für Verfassungsschutz nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz, dass sie mit den ganzen Dingen nichts zu tun gehabt haben und dass die Länder NRW und Berlin die Schuld tragen, dass diese Erzählung falsch ist, dass sie irreführend ist und dass sie von den tatsächlichen Verantwortlichkeiten abgelenkt hat. Wir werden diesen Indizien und Ansatzpunkten sehr entschlossen nachgehen, denn für uns bleibt es bis zum heutigen Tag ein unerklärliches Rätsel, warum eine Person wie Anis Amri, die so im Fokus der Sicherheitsbehörden stand, von dem man so viel wusste, deren Bedrohungspotenzial allen so klar vor Augen stand, die mehrfach Gegenstand der Diskussion im GTAZ waren, die man beobachtet hat und abgehört hat, warum diese Person am Ende diesen schrecklichen Anschlag im Dezember 2016 hier in Berlin begehen konnte. Das bleibt eine schwelende Wunde und wir werden versuchen, sie aufzuklären. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, nach der Sommerpause fahren wir mit der Beweisaufnahme fort. Wir hören heute zwei Personen aus Freiburg, die mit Anis Amri beschäftigt waren, als er nach Deutschland einreiste. Weiterhin hören wir auch eine Mitarbeiterin des Bundesamts des Verfassungsschutzes. Damit beginnt für uns freie Demokraten eine lange und intensive Auseinandersetzung mit dem BFV in diesem Fall. Und auch der Hinweis in der Sommerpause darauf, dass es wohl einen V-Mann in der Fusilek-Moschee gab, zeigt für uns noch mehr und deutlich auf, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz hier eine größere Rolle spielte, als der Präsident uns klar machen will. Und wir haben auch mit dem BFV hier eine deswegen wollen wir auch hier halt auch wie die Grünen und auch die Linken den V-Mann-Führer im Ausschuss hören. Notfalls klagen wir uns dies ein, weil wir haben zu Beginn des Ausschusses bei der Einsetzung alle versprochen gehabt, umfassend aufzuklären. Diese umfassende Aufklärung
hat nur Erfolg, wenn wir auch umfassend alles vorgelegt bekommen. Das BGH-Beschluss von vor zwei Wochen zeigt auch dies auf. Das war eine entscheidende Ohrfeige für die Bundesregierung. Und dass jetzt diese Bundesregierung Beschwerde einlegt, zeigt umso mehr, dass ihr Aufklärungswille reine Fassade war. Und es kann nicht sein, dass die Opposition jeden Zeugen und jede Akte einklagen muss. Ich möchte nochmal die Bundesregierung deutlich darauf aufmerksam machen, dass sie sich auch an den Untersuchungsausschussgesetz und auch an die Verfassung halten muss. Meine Damen und Herren, wir beginnen heute mit der Beweisaufnahme im Komplex Freiburg. Es wird zunächst einmal untersucht werden, welche Personen den ersten Kontakt mit dem späteren Attentäter auf deutschem Boden hatten und wie die Registrierung und das staatsanwaltliche Verfahren der illegalen Einreise abgehandelt worden ist. Wir werden uns heute auch beschäftigen mit dem Komplex einer Quelle im Umfeld der Berliner Fusilettenmoschee. Dort warne ich zunächst einmal zu Umsicht und zu einer vorsichtigen Vorgehensweise. Es handelt sich hier um eine Operation, die entweder erst vor kurzem beendet wurde oder noch anhält. Und bei allem Aufklärungswillen auf der einen Seite darf auch der notwendige Quellenschutz nicht vernachlässigt werden. Es handelt sich bei der Fusilettenmoschee um eine Einrichtung, die zu Recht geschlossen wurde, weil sie dem gewaltbereiten islamistischen Extremismus nahestand. Und vor diesem Hintergrund gibt es auch eine Pflicht, die Personen, die in diesem Umfeld für unsere Verfassung auch Aufklärung betrieben haben, entsprechend zu schützen. Deswegen denke ich, ist der richtige Weg, die Aufklärung Schritt für Schritt vorzunehmen, aber weder in der Öffentlichkeit zu spekulieren, noch vorschnelle Schlüsse aufzuziehen. Der Ausschuss hat eben in nicht öffentlichen Beratungssitzungen auch mit Mehrheit beschlossen, gegen die Entscheidung der Untersuchungsrichterin am Bundesgerichtshof Beschwerde einzulegen. Wir warten ab, was dann der dritte Strafsenat zu dieser Angelegenheit beurteilen wird. Hintergrund dieser mehrheitlichen Entscheidung ist einfach schlichtweg die, dass wir Gremien des Deutschen Bundestages nicht gegenseitig ausspielen dürfen. Auf der einen Seite gibt es das parlamentarische Kontrollgremium mit einem klar umrissenen Auftrag und auf der anderen Seite den parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Zu Ende gedacht, diese Entscheidung der Untersuchungsrichterin würde bedeuten, dass nichts übrig bleiben würde vom geschützten Raum des parlamentarischen Kontrollgremiums. Das kann nicht Sinn und Zweck der Arbeit des gesamten Deutschen Bundestages sein. Deswegen lassen wir diese Rechtsfrage jetzt vor dem dritten Strafsenat klären und harren der Entscheidung, sind aber rechtlich zuversichtlich, weil bereits auch im Zuge des NSA-Untersuchungsausschusses am Ende der Strafsenat zu entschieden hat. Vielen Dank. Wir legen alles auf den Tisch, was im Zuge dieses Vorfalles die Sicherheitsbehörden erfahren haben. Der Aufklärungswille, das haben wir auch den Angehörigen versprochen, ist vollumfänglich. Wir dürfen aber nicht zu schnell spekulieren und auch wegen einer kurzfristigen Schlagzeile den eigentlichen langfristigen Ermittlungsauftrag hinterstellen. Meine Damen und Herren, zum Untersuchungsausschuss hat alles gesagt. Deshalb lassen Sie mich Stellung nehmen zu einer aktuellen Meldung, dass Verfassungsschutzpräsident Maaßen angeblich geheime Informationen aus dem Verfassungsschutzbericht an Abgeordnete, ich meine der AfD, weitergegeben haben soll, und zwar vor Veröffentlichung des Berichts. Es ist nicht meine Aufgabe, Vorgänge mit der AfD zu kommentieren, aber ich will Sie wissen lassen, um wieder mal eine faktenorientierte Diskussion zu erzeugen, wie mit Verfassungsschutzberichten umgegangen wird. Der Verfassungsschutzbericht 2017 wurde am 24. Juli 2018 veröffentlicht. Wir Abgeordnete aller Fraktionen bestehen darauf, dass wir, wenn wir im Innenausschuss, bei Besuchen im Verfassungsschutzamt, bei Gesprächen mit dem Präsidenten,
über Rechtsextremismus, Linksextremismus, Terrorismus oder welche Phänomene auch immer sprechen, aktuellste Daten bekommen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich ein Gespräch mit einem Verfassungsschutzpräsidenten im Mai 2018 führe, wo er mir sagen kann, von mir kriegen Sie keine Daten aus der Verfassungsschutzsituation 2017, weil der Bericht nicht veröffentlicht ist. Das wäre blanke Theorie. Das heißt, ich gehe davon aus, dass unzählige Abgeordnete zum Glück über die aktuelle Bedrohungslage, für die das Verfassungsschutzamt zuständig ist, regelmäßig die aktuellen Zahlen erhalten, auch aus einem Verfassungsschutzbericht 2017, selbst wenn der nicht veröffentlicht ist. Das Einzige, was er nicht darf, ist den kompletten Entwurf jemandem geben, und davon gehe ich aus, dass das nie stattgefunden hat. Alles andere ist kein Skandal. Ich appelliere jetzt wirklich mal an die Fairness aller Beteiligten in der Frage des Bundesamtes und seiner Arbeit und seines Präsidenten, wieder die Ruhe einkehren zu lassen, die wir auch brauchen, um unsere Bekämpfungsarbeit erfolgreich fortsetzen zu können. Ich danke Ihnen. Aber wieder nach. Ja, wir haben eine schwierige Lage. Das Justizministerium hat uns einen profunden Bericht übermittelt, dass ein pauschales Vorgehen bei all den Ländern, mit denen wir in Kontakt gehen, Frankreich, Italien, Tunesien, Marokko, USA, nicht erfolgversprechend sein, sondern dass man mit jedem Land individuell verschiedene Wege gehen kann, um am Ende zu dieser Information zu kommen. Nicht alle Länder sind bereit, beispielsweise Rechtshilfe von einem Untersuchungsausschuss zu akzeptieren. Diese unterschiedlichen Wege, die man jetzt gehen muss, auch mit Italien, da wurde uns ein Weg aufgezeigt, auch aus Italien, lassen mich eigentlich optimistisch sein, nur dass wir jetzt nicht pauschal wie geplant einfach über das Auswärtige Amt alle Botschaften und die gleiche Methode anschreiben. Das haben wir gerade besprochen. Wir werden jetzt an die Schweiz, Italien, Marokko, Tunesien so individuell rangehen, dass die größte Chance auf Erfolg ist. Bei Italien, nachdem was ich gerade eben gehört habe, mache ich mir jetzt gar keine Sorgen.